Moment mal, die Italiener tun doch eigentlich erst Tomatensauce auf den Teig. Manchmal ist Italien rückständig. Das Geheimnis ist luftig locker. Was haben die Amis aus den Originalrezepten der italienischen Einwanderer gemacht? Welche Variante schmeckt besser? Und was halten die Italiener von den US-Versionen? Genau das will Jumbo in New York City herausfinden. Seine erste Station führt ihn nach Little Italy. Hier kommt ab 1870 die große Welle der italienischen Einwanderer an. Heute sind 8% der New Yorker italienischer Abstammung. Und hier bei Lombardis hat alles begonnen. Der italienische Immigrant Gennaro Lombardi eröffnete mit diesem Lokal 1905 die erste Pizzeria Amerikas. Und die gibt es bis heute. Jumbo trifft den Chef, John Brescio. Ich zeig dir, wie wir bei Lombardis original italienische Pizza machen. So wie vor 110 Jahren. Komm mit. Seit 1905 feuern bei Lombardis die Pizzabäcker jeden Morgen den Ofen mit Holzkohle an. Dies war bis zur Erfindung des ersten Pizzagasofens 1945 Alltag für jeden Pizzabäcker. Und woran erkennt man den perfekten Teig? Behalte deine Hände immer unterm Teig. Dann merkst du, wie das Gewicht des Teiges dir zuarbeitet. Also der Teig macht die Arbeit? Ja, der Teig macht die Arbeit. Alles, was du machen musst, ist ihn auseinanderziehen. Probier's. Ein bisschen Arbeit bleibt dann aber doch an Jumbo hängen. Er ist fest und hält zusammen. Ich dachte, der reißt. Mehl, New Yorker Wasser, Trockenhefe und Salz machen das möglich. John hat alles, was er weiß, vom Gründer Gennaro Lombardi persönlich gelernt und führt gemeinsam mit dessen Enkelsohn die Tradition fort. Meine erste Pizza habe ich mit 2 Jahren gegessen, wenn nicht früher. Italienische Bambini, die bekommen eine Pizza, bevor sie die Brust bekommen. Genau. Das Credo des Italieners, weniger ist mehr. Die Tomatensauce würzt John nur mit Pfeffer, Salz und Basilikum. Und beim Belag kommt die beliebteste Pizza des Hauses mit 2 Hauptzutaten aus. Mozzarella und scharfe Salami. Diese Salami schaut anders aus. Naja, sie trifft nicht vor Fett. Warum? Zu viel Fett hinterlässt auf der Pizza Ölpfützen. Das wollen wir nicht. Fertig ist die Pizza alla Lombardi. Wir backen die Pizza jetzt, und zwar in 3,5 Minuten. 3,5 Minuten? Und die sind streng getaktet. Im vorderen Teil des Ofens ruht die Pizza jetzt erstmal für 1 Minute. Und dann kommt sie in den mittleren Teil. Dort backen wir sie dann für 2,5 Minuten durch. Schön, einfach und gleichmäßig. Temperatur? Zwischen 480 und 540 Grad Celsius. Mit einer Pizzaschieber-Spezialanfertigung reguliert John die Backtemperatur. Im hinteren Teil des Ofens ist es besonders heiß. Es ist unglaublich. Der Pizzaofen ist so tief, der braucht so eine 4-Meter-Stange, damit er die Pizza von ganz hinten wieder nach vorne holt. Wahrscheinlich geht der Pizzaofen durch die nächste Wohnung auch noch durch. Der heizt wahrscheinlich im Winter 2 Blöcke hier mit der Kiste. Mit einer Tiefe von 3 und einer Breite von 4 Metern misst der Ofen stolze 12 Quadratmeter. Hallo Pizza! Yeah. Hallo Jumbo! Ich kann mein Echo hören. Und schon folgt die Pizza Jumbos Ruf aus dem Ofen. Der Lombardi-Bestseller ist fertig. Okay, Jumbo, bist du hungrig? Ich wurde hungrig geboren. Okay, mein Freund, guten Appetit. Hauchdünn, knusprig und dezent belegt. Kann das Originalrezept der Einwanderer Jumbo überzeugen? Also ich muss eins sagen, ich habe ja schon die eine oder andere Pizza in meinem Leben gegessen. Aber ganz weit oben auf meiner Leckerliste ist die Pizza
von John. Freunde, die ist echt ein Silvesterkracher der italienischen Pizzakunst. John hat für diese Geschmacksexplosion eine simple Erklärung. An manchen Tagen gelingt die Pizza besser als an anderen. Heute ist keine Feuchtigkeit in der Luft. Heute ist sie perfekt. Die Kruste sollte von außen fest und knusprig sein. Und von innen luftig leicht. Wer hätte gedacht, dass eine Pizza abhängig ist vom Wetter und der Luftfeuchtigkeit? Und jetzt schauen wir uns an, was passiert, wenn die Amerikaner dieses traditionelle Rezept pimpen. Ob das dem Italiener am Ende noch gefällt? Das Kontrastprogramm findet Jumbo im New Yorker Stadtteil Soho. In diesem Restaurant hat sich der Chef auf eine besondere Variante von Pizza spezialisiert. Sieht aus wie ein Kuchen, ist es aber nicht, sondern Deep Dish Pizza Chicago Style. Du verkaufst Pizza Chicago-Style. Aber mal ganz ehrlich, Pizza ist doch Pizza. In Chicago kannst du das nicht sagen, da wirst du erschossen. Du wirst eh erschossen in Chicago. Echt? Komm, ich zeig dir was. Okay. Fest steht, Emmett Burke backt mit harten Bandagen. Das wichtigste Utensil hat in seinem Restaurant gleich mehrere Funktionen. Mit diesem Teil kannst du durch die Straßen von Chicago laufen, ohne erschossen zu werden. Da passiert dir nichts. Das ist die schusssichere Pizzaweste. Und nebenbei die Backform. Anstatt auf dem Blech backt Emmett die Chicago-Style-Pizza in so einer Pfanne. Der Teig hat eine Ruhezeit von 72 Stunden hinter sich. Moment, 72 Stunden? Ihr habt den Teig vor 3 Tagen gemacht? Das ist richtig. Warum? Das ist wie bei einem guten Wein. Mit dem Alter wird er besser. Damit ist dieser Teig dem italienischen Teig gute 2 Tage voraus. Das Auslegen erinnert eher an die Arbeit eines Konditors. Nur die Zutaten passen nicht so ganz. Was ist das? Das ist Mozzarella. Moment. Die Italiener tun zuerst die Tomatensauce auf den Teig. Manchmal ist Italien einfach rückständig. Okay, Freunde. Hier kommt nicht die Soße drauf, hier kommt als erstes der Käse auf den Teig. Der Käse soll den Pizzateig beim Backen vor dem Aufweichen bewahren. Jetzt kommt noch Parmesan auf den Mozzarella. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber wie kann man zu viel Käse haben? Es gibt kein zu wenig Käse, aber die Kombination. Okay, ich bin mal gespannt. Das Credo des Amerikaners, mehr ist mehr. Abgesehen von Käse füllt er mit seinen Klassiker mit Chorizo, Zwiebeln und Paprika. Eine gute Pizza hat 3 Komponenten. Kruste, Käse und Soße. Wir machen es genauso, nur anders. Die Soße spielt bei der Deep Dish Pizza eine besondere Rolle. Wie bei einem Auflauf bedeckt sie alle Zutaten vollständig und macht einen Großteil des Geschmacks aus. Also wie würzt ihr die Soße? Ich weiß, das ist ein Geheimnis. Aber was steckt drin? Salz, Pfeffer, Chili? Magie. Keine Chance, Jumbo. Aber die nächste Zutat kennst du bereits. Und natürlich mehr Käse. Noch können wir die Pizza nicht essen. Wir werfen sie jetzt in den Ofen. Wie lange? Es ist eine große Pizza. Das dauert. Um genau zu sein, beträgt die Backzeit 30 Minuten bei 200 Grad. Und als wäre das noch nicht genug des Wartens, soll Jumbo sich nach dem Servieren weitere 3 Minuten gedulden. Was hat es mit der Sanduhr auf sich? Du hast bereits 30 Minuten auf die Pizza gewartet. Aber der Käse ist noch extrem heiß. Deshalb muss sie 3 Minuten abkühlen. Das sind wahrscheinlich die schlimmsten 3 Minuten in den letzten 24 Stunden. Armer Jumbo. Hoffentlich lohnt sich das.
Nach 3 Minuten Abkühlzeit, 30 Minuten im Ofen, 10-minütiger Zubereitung und 72 Stunden Teigruhe ist es endlich soweit. Thank you. Hallo, Maddy. Käseparade hier an, Freunde. Wow. Oh. That's Cheeserama. Hat sich das Warten also gelohnt? Also eins muss ich mal gleich vorweg sagen. Mit einer italienischen Pizza hat das überhaupt nichts zu tun. Der Teig komplett anders. Die Soße viel schärfer und würziger. Und vom Käse, da müssen wir überhaupt nicht reden. Denn das Verhältnis Käse zur Soße, ganz klar Heimvorteil Chicago. Eins muss ich aber auch zugeben, die schmeckt trotzdem saulecker, auch wenn es keine echte Pizza ist. Jumbo gefällt auch die amerikanische Version. Doch was sagt der italienische Pizzabäcker zur Deep Dish Pizza? Das haben die Amerikaner aus Pizza gemacht. Das hat nichts mit der Vision zu tun, die Gennaro Lombardi vor 110 Jahren hatte. Tut mir leid. Das Urteil erwartungsgemäß vernichtend. Mal sehen, ob es in Sachen Pasta besser läuft. Wir starten wieder mit dem italienischen Original. Und sorry, keine Zeit für Dolce Vita, Jumbo. Was machst du da? Wir müssen kochen, unsere Gäste kommen. Wir müssen jetzt die Spaghetti Carbonara zubereiten. Sofort in die Küche mit dir. Mit dieser Dame ist nicht zu spaßen. Rosa Turano will Jumbo heute zeigen, wie man echtes Spaghetti Carbonara zubereitet. Das Besondere in der Enoteca Maria, in diesem Restaurant kochen keine ausgebildeten Köche, sondern Omas aus aller Welt. Bevor es losgeht, zeigt Rosa Jumbo, wer in der Küche das Sagen hat. Ich habe mein eigenes Messer dabei, weil es das Beste ist. Die 74-jährige Italienerin kam vor 60 Jahren in die USA. Sie kocht einmal die Woche in Maria. Dank ihrer 2 Söhne und 7 Enkelkindern nimmt sie es hinterm Herd mit jedem Profi auf. Wie viel wollen wir machen? 1 Pfund? 2? Eine gute Portion für so einen kleinen Kerl wie mich. Oh Junge, dann machen wir 2 Pfund. Weise Frau, bevor es losgeht, möchte Jumbo aber noch eine Sache klarstellen. Ich habe ein sehr wichtiges Anliegen. Viele Menschen erwarten Sahne in ihrer Carbonara. Bitte, Rosa, klär unsere Zuschauer auf. Carbonara enthält keine Sahne. Die einzigen Zutaten sind Pancetta, Pasta, Eier, viel Pecorino und viel schwarzer Pfeffer. Alles klar. Laut einer Legende geht dieser italienische Klassiker übrigens auf die Amerikaner zurück. Deren Truppen sollen im Zweiten Weltkrieg italienische Pasta mit amerikanischen Frühstückszutaten kombiniert haben. Speck und Ei. Die Geburt des Rezeptes. Viele mögen Pancetta richtig schön knusprig, wie amerikanischen Bacon. Ich mag es halb durch. So verliert der Pancetta seinen Geschmack nicht. Er sollte nicht zu knusprig sein. Der italienische Bauchspeck schmeckt viel milder als der amerikanische Bacon. Weiter geht's mit den Nudeln. Manche behaupten, es gehöre Öl ins Nudelwasser. Nein, niemals. Mit Öl im Wasser haftet am Ende die Soße nicht an den Nudeln. Also niemals Öl. Niemals. Jawohl. Man lernt nie aus. Was wichtig ist, du musst etwas Nudelwasser aufheben. Okay. Für die Party danach. Für das da drüben. Das Nudelwasser wird also gleich noch wichtig. Jetzt prüft Jumbo erstmal, ob die Pasta schon al dente ist. Bestanden. Eine sehr kluge Frau hat mal gesagt, hebt das Wasser auf. Nudeln sind fertig. Ja, bring sie her. Hier rein. Alles? Alles. Die Pasta kommt direkt zum Bauchspeck in die Pfanne.
Hier soll sie etwas abkühlen. Währenddessen vermengt Rosa 4 rohe Eier mit Pecorino, einem Hartkäse aus Schafsmilch. So, okay. Die Pfanne steht nicht mehr auf dem Herd. Wir wollen ja kein Rührei machen. Ah, okay. Keine Hitze. Keine Hitze. Das Nudelwasser sorgt für die Cremigkeit. Gewürzt wird die Soße nur mit Pfeffer. Setz dich hin, wir sind jetzt fertig. Es gibt Essen. Und was die Oma sagt, das muss man immer machen, Freunde. Dafür schmeckt es bei Oma meistens auch am besten. Das Mittagessen ist serviert. Und auf Italienisch? Buon appetito. Si mangia. Tutti a tavola a mangiare. Si. Sensationelle Carbonara. Es schmeckt wie im tiefsten Italien. Keine Sahnesoße, kein künstlicher Käse, kein Käsepulver. Einfach nur gute Pasta, Eier, Speck und Pecorino. Die Nonna ist einfach nicht mit Geld aufzuwiegen. Doch wie lautet die Antwort der Amis auf die italienische Pasta? Und wie wird das später unserer italienischen Oma Rosa gefallen? Mitten in Manhattan, in diesem Barbecue-Restaurant, soll es das beliebteste Nudelgericht der Amerikaner geben. Denn wenn die grillen, essen sie zum Fleisch statt Gemüse gerne auch mal Pasta. Und zwar nicht irgendeine. Mit Mac and Cheese liegst du niemals falsch. Es schmeckt nach Heimat. Es schmeckt immer gleich, es schmeckt immer großartig und wir essen immer alles auf. Mac and Cheese, Nudeln mit Käse. Das ist das Pasta-Gericht, mit dem ein Großteil der Amerikaner aufgewachsen ist. So auch Chefkoch Ash Falk. Du weißt, in Amerika gibt es Batman und Robin, Starsky und Hutch. Und jetzt gibt es ein drittes Dreamteam, Mac and Cheese. Bei dir soll es die besten Macaroni and Cheese geben. Was ist dein Geheimnis? Come here. What's it all about? Komm mit nach hinten, ich zeige es dir. All right. Mac and Cheese. Wir fangen mit Butter an, das ist ganz wichtig. Wirf das bitte da rein. Das ganze Stück? Ja, alles, Butter ist gut für dich. Flüssige Butter ist nicht nur Geschmacksträger. Gemeinsam mit Mehl bindet sie die Soße. Kalorien zählt Ash hier definitiv nicht. Du benutzt Milch? Nein, es ist halb Milch, halb Sahne. Wir lieben alles, was uns die Kuh gibt. Die Milch-Sahnesoße würzt Ash nur mit Salz, Pfeffer und etwas rauchigem Paprikagewürz aus seiner Heimat Texas. Oh, das ist gut. Ja, es gibt dem Ganzen so ein rauchiges Aroma. Das kommt jetzt direkt in die Milch. Texas ist ja die Hauptstadt des Räucherns. Genau, wir sind die Hauptstadt der Smoker. Aber Rauchen ist nicht mehr erlaubt. Nicht mehr. Und nun folgt die Zutat, der das Gericht seinen Namen verdankt. Käse. Die Auswahl, eine Wissenschaft für sich. Wir benutzen meine liebsten Käsesorten. Den Schweizer Gruyère. Okay, Gruyère. Den Fontina, der ist super, der hat eine tolle Schmelztextur. Dadurch wird es cremig. Dann ein kleines bisschen Parmesan, der gibt Struktur und Salz. Und natürlich der wichtigste Käse, Cheddar aus Texas. Der gibt einen super würzigen Geschmack. Es ist also eine Freundschaft zwischen der Schweiz, Italien und England. Ja, es sind die Vereinigten Staaten von Mac and Cheese. Mit satten 800 Gramm Käse gleicht Ash das Verhältnis zwischen Milch und Käse in der Soße fast wieder aus. Die Soße wird immer dicker. It's so thick. Die Soße ist so dick, da könntest du einen Panzer an die Decke kleben. Aber riecht gut. Ja, so soll es sein. Aber mal Hand aufs Herz, wie viele Kalorien hat der Spaß? Viele, eine Menge. Das verraten wir nicht. Das ist unser Geheimnis. Die Käsesoße ist fertig. Fehlen nur noch die Macaroni. Doch was ist das?
Also ich habe jetzt die ganze Arbeit geleistet und du versuchst mir hier Penne als Macaroni unterzujubeln. Naja, in New York sehen wir das nicht so eng. Macaroni bedeutet bei uns nur Nudeln. Außerdem sind Penne perfekt. Die Soße haftet besser an den Rillen. Sehr gut. Und womit starten wir? Die vorgekochte Pasta kommt in die Käsesoße. Und diese Masse schichtet Ash nun in eine Auflaufform mit weiterem Käse. Vor diesem Mahl hat selbst Jumbo Respekt. So eine Portion ist also eine Portion für ein oder zwei Personen. Ach, das ist nur für mich. Ash, please to the telephone. Ash, please to the telephone. So, wir haben das Baby jetzt mit Käse aufgemotzt. Was passiert jetzt? Das kommt jetzt bei 200 Grad ungefähr 15 Minuten in den Ofen und dann ist es fertig. Okay, du bringst das Baby ins Trockene, also in den Ofen, und ich suche mir mal einen Platz. Mama mia, das schmeckt jetzt schon so gut und das war noch gar nicht im Ofen. Oh, jetzt such mir einen Tisch. Den Nudelkäseauflauf backt Ash nur so lange, bis die oberste Schicht goldbraun ist. Kann die amerikanische Pasta Jumbo überzeugen? Was eine Überraschung! Das sieht super aus. Ja. Eine perfekte Kombination. Die Nudeln mit dem cremigen Käse gebacken, das passt einfach richtig gut. Jumbos Herz schlägt also für beide Pasta-Varianten. Und jetzt bin ich gespannt, was La Familia zu dem Macaroni und Cheese sagt. Was ist das? Das ist doch keine Pasta. Das ist Babybrei. Das ist Mush, you give to little babies. Die Italiener sind eben streng, wenn es um ihre Rezepte geht. Das gilt auch fürs Dessert, das Gelato. Hier soll's den italienischen Klassiker geben. Antonio! Hey, nice to see you. Good to see you. Yeah. So, also, du machst traditionelles italienisches Eis. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was macht den Unterschied aus? Ich zeig es dir. Ist da genug Platz für mich? Klar, komm rein. Antonio Baggi hat die traditionelle Handwerkskunst des Eismachens von seinen italienischen Vorfahren gelernt. Mit Jumbo möchte er heute einen seiner Kassenschlager herstellen. Milcheis mit einem Nougat-Swirl. Was das bedeutet, sehen wir gleich. Wir machen eine kleine Portion. 10 Kilo sollten für uns zwei reichen. 10 Kilo? Isst du viel? Ich versuche es zu vermeiden. Okay, dann machen wir lieber 12 Kilo. Die Basis bilden Vollmilch und Sahne. Also in Italien oder in Deutschland hat die Milch einen Fettanteil von 38%. Und in den USA sind es 42%. Theoretisch ist das traditionell italienische Gelato also kalorienärmer. Im ersten Schritt erhitzt die Eismaschine die Milch-Sahne-Basis auf 85 Grad, um mögliche Keime abzutöten. Latte PM. What's PM? Latte in polvere magro. Polvere magro, das heißt Milchpulver ohne Fett. Ohne Fett? Ohne Fett. Milchpulver mit Fett, Milchpulver ohne Fett. Hast du ein Wort für Fett? Ja. In Deutsch? Fett. Ah. Und was hat Milchpulver im italienischen Gelato zu suchen? Warum benutzt du Trockenmilch, wenn du sie eh wieder nass machst? Ich benutze Trockenmilch, weil es beim Eismachen immer um die Balance geht. Die einzelnen Komponenten beeinflussen die Textur, die Cremigkeit und natürlich auch den Geschmack. Ein alter italienischer Trick. Je mehr Zutaten, desto besser kann Antonio die Textur beeinflussen. Das gilt auch für den Zucker. Als nächstes Glucose. Die kommt erst zum Schluss. Jumbo verliert den Überblick. Schließlich ist es doch geschafft und die Eismaschine kühlt den Zucker-Milch-Sahne-Mix auf minus 8 Grad runter. Kannst du es hören?
Die Maschine ist ein Schlitzohr. Wenn es gegen minus 8 Grad kommt, hört man das Eis an der Trommel anfrieren und die Maschine macht so ein leichtes I. Das Stichwort für Jumbo und Antonio. Bist du soweit? Los geht's! Gelato! More chocolate? Mehr von der Schokolade, es hört nicht auf! Die Schokoladen-Haselnusscreme muss Jumbo direkt beim Abfüllen per Hand in das Milcheis einarbeiten. Jetzt muss das Eis noch in den Schockfroster. Der ist super kalt. Was? Ich kann es jetzt nicht essen? Du musst noch 15 Minuten warten. Im Eis ist immer noch Wasser. Nicht in den Kühler, in den Jumbo! Du wartest 15 Minuten. Ab in den Schockfroster. Und wieder muss Jumbo tun, was er gar nicht mag. Auf sein Essen warten. 5, 4, 3, 2, 1, 15 Minutes. Fertig ist das italienische Gelato. Freunde, es ist ja richtig cremig. Oh yeah. Allerdings für über 7 Dollar finde ich das einen stolzen Tarif. Also da kriegst du in Deutschland schon mal 10 Kugel und eine nette Bedienung. Vielleicht hat die amerikanische Konkurrenz diesmal die Nase vorn. Was haben die USA aus dem italienischen Gelato gemacht? Und wie wird die amerikanische Variante Antonio am Ende schmecken? In Amerika gibt es jede Menge richtig legendäre Autos. Da gibt es den Knight Rider oder das Batmobile. Aber es gibt ein Auto, das kennt jedes Kind von 9 bis 99. Es ist der Mr. Softy Ice Truck. Hey Lee! Hey, wie geht's dir? How you doing? Gut. I'm telling you, I du bist also der Eismann, aber bist du auch das Original? Ja, bin ich. Wo ist die Melodie? Das ist eine Raubkopie. Du willst das Original hören? Ja, spiel mir deinen Ton. Komm mit. So klingt der berühmteste Eisjingle der Welt. Doch Achtung, Jumbo, in dieser Stadt zahlt man wegen Ruhestörung schnell mal 7.000 Dollar Strafe. So, Heili, ist das der größte Eistruck, den du hast? Ja, so ist es. Okay, na, dann will ich den Kleinen nicht sehen. Liebe Freunde, damit ihr mal richtig seht, wie eng es in diesem Ice Cream Truck ist und was wir mit dem Galileo-Team alles machen müssen, damit wir hier drehen können, werde ich euch das jetzt mal zeigen. Mein Kameramann wird nicht erfreut sein. So, da sind sie alle. Das Galileo-Team. 5 Mann in einem Truck, 3 gucken beim Eiszapfen zu. Genug gequatscht, die Kundschaft wartet. Haley arbeitet für das größte Soft-Ice-Truck-Franchise-Unternehmen der USA. Die geheime Mischung für das Eis kommt aus diesem Tetra-Pack. Und zwar in 2 Geschmacksrichtungen. Vanille und Schokolade. Und was genau macht das Eis darin soft? Also das ist der Mix. Ist das flüssig? Kein Puder. Was ist drin? Okay. Milch, Sahne, Zucker, Glukosesirup. Die Basis ist ähnlich wie beim italienischen Gelato, nur mehr Zusatzstoffe. Das Geheimnis der Softness versteckt sich nicht auf der Zutatenliste, sondern in der Zubereitung. How many rounds do you make for one? 3 rounds. Okay. Jede Portion muss Jumbo frisch in die Waffel spritzen. Das sind jetzt fast 3 Runden, richtig? Und Regenbogenstreusel. Fast wie die Freiheitsstatue. 350. Haleys Erfolgsgeheimnis? Er hat am Ende des Abends überhaupt gar kein Eis übrig, denn das Eis wird à la minute gemacht. Unten ist der Eiscreme-Mix und der wird durch die Maschine mit Luft aufgepumpt und wird hier oben gezapft. In dem Moment, wo er nichts mehr zapft, wird kein Eis gemacht, er hat auch kein Eis zum Wegwerfen. Ist eigentlich sehr ökonomisch. Im Gegensatz zum Gelato friert die Eismaschine den Milchmix nicht nur ein, sie schäumt das Eis auch mit Luft auf.
Davon bekommt das Softeis seine Softness. Ein weiterer Unterschied? Softeis hat eine Temperatur von minus 7 Grad. Hayley serviert also wärmeres Eis als die Italiener. Ice cream, everybody ice cream. Do you like ice cream? Choco, choco, vanilla, a banana. Hayleys Kundschaft hat die Qual der Wahl. Über 50 Varianten stehen zur Auswahl. Kostenpunkt zwischen 3 und 8 Dollar. Und wofür entscheidet sich Jumbo? Ich hätte gerne ein Spezial-Jumbo-Softeis. Meine Sorte? Schokolade, Vanille-Swirl mit einer Schokoladenspitze. Und am unteren Teil will ich Nüsse und Schokoladenstreusel und Regenbogenstreusel. Klar, bekommst du. Das beeindruckt Hayley kaum. Mit den geübten Handgriffen eines Profis bereitet er Jumbos Spezialsofteis zu. Da werden nicht nur Kinder schwach. Während die Kleinen jetzt Eisnachschub bekommen, genieße ich jetzt mein erstes selbstverdientes Super Jumbo Softie Eis. Und ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Wow. Extrem cremig, natürlich soft und überraschend schokoladig. Aber auch so ein bisschen künstlich. Hat wirklich überhaupt nichts mit dem italienischen Gelato zu tun. Das ist eher ein Fahrrad. Italienisches Gelato ist ein richtiger Rennwagen. Das Urteil ist eindeutig. Beim Eis bleibt Jumbo dem Italiener treu. Und wie schmeckt es, Antonio? It's good. Das ist gut. Schmeckt nach amerikanischem Sommer. Aber ich bleibe bei meinem Gelato. Die New Yorker lieben ihre italienische Küche nicht umsonst. Denn seien wir mal ehrlich, bei einigen Rezepten kann die amerikanische Küche, so kreativ sie auch ist, der italienischen nicht das Wasser reichen.